Super Heavy Samurai. Das Deck, über das gerade alle reden. Weil das neuen Supportprogramm hat in Cyberstorm Access. Die, sind wir mal ehrlich, nicht wirklich der Main-Fokus des Sets gewesen sind, aber so ein bisschen dahin geschiftet sind. Das sehen wir ein bisschen daran, wie Konami die Raritäten verteilt hat. Denn wir haben ein paar Super Rares, wir haben eine Ultra Rare als Extra Monster und wir haben so ein paar Commons. Also jetzt nichts krass dabei. Heute stellen wir uns einmal die Frage, wenn wir dieses Deck spielen möchten, was kostet das? Wir sehen Super Heavy Samurai wahrscheinlich als einen der Top-Meta-Contender auf den Nationals in naher Zukunft. Und ich habe mir heute einmal so drei Deck-Varianten rausgepickt, die wir uns einmal so ein bisschen genauer angucken können, was die kosten, wie die ungefähr funktionieren. Und dann werde ich mal so ein paar Karten highlighten, wo ich einmal mal die Preise zeigen möchte, wie die sich so verändert haben die letzten Monate. Denn ein paar davon sind ganz schön crazy. Und das Crazy möchte ich euch mal zeigen. Aber ich würde erstmal sagen, ich fange mit der Grundstruktur von Super Heavy Samurai an. Für alle, denen das nichts sagt, das hier ist ein Super Heavy Samurai Monster. Das sagt einfach nur, das kann einen Effekt benutzen, wenn ihr keine Zauber- und Fallenkarten in eurem Friedhof habt. Krass, ne? Keine Zauber- und Fallenkarten im Friedhof ist crazy. Wir haben eines gelernt, dass es extrem viele gute Monster gibt. Handtraps, Boardbrecher, alles in Form von Monstern. Das ist die Basic Premise von dem Deckthema. Und ich möchte noch einmal ganz kurz eine Karte highlighten. Und das ist einmal das Ding hier. Das ist eine Karte, die sagt, wenn die auf den Friedhof gelegt wird, such dir eine Super Heavy Samurai Monster Karte. Und das Ding ist nicht once per turn. Und darum geht so das ganze Deckthema, dass wir die Karte 3 bis 4 Mal im Zug triggern können, um uns verschiedene Karten auf die Hand zu adden, um Kombos zu enablen, die halt ein paar Sachen machen. Klar, die neuen Karten helfen auch, aber die Karte sorgt für ganz schön viel Schaden. Kommen wir aber zur ersten Variante, die ich für euch heute einmal habe. Und das ist einmal eine Sprite Super Heavy Samurai Variante. Jetzt könnte man denken, ja, ihr könnt ja keine Zauber-Fallenkarten spielen. Das ist nicht ganz richtig. Ihr könnt vielleicht nicht die Zauberkarten aktivieren, die nachher im Friedhof sind, bevor ihr eure ganzen Kombos macht. Aber ihr könnt Extender spielen, wie Sprite Starter. Hier ist einmal ganz kurz eine Deckliste, wie sowas aussehen könnte. Ne? Wir haben halt den Biber als Normal Summon, wir haben ein paar Handtraps, die richtig, richtig gut sind, wir haben die Super Heavy Samurai Karten und wir haben natürlich die ganzen Sprite Karten im Extra Deck, sowohl als auch im Main Deck. Was wir hier in diesem Deck sehen, ist, dass wir deutlich mehr auf Handtraps gehen, weil wir logischerweise Boardbrecher spielen können, die Zauber- und Fallenkarten sind, weil die halt dann unsere ganze Engine quasi töten. Die einzige Zauberkarte hier drin ist halt wirklich Starter. Und dieses Deck baut ein ganz, ganz interessantes Board auf, was wirklich echt gut ist. Das ist wirklich krass, ne? Also Sprint, Maskerena, Savage. Aber jetzt die Frage, was kostet dieses Deck? Und ich muss fairerweise sagen, es war deutlich günstiger, als ich das erwartet habe. Das Deck kostet, ratet mit mir in den Kommentaren, 334 Euro. Das klingt jetzt erstmal nach einer Menge Geld. Wir müssen aber feststellen, dass die meisten Metadecks der letzten Monate deutlich mehr gekostet haben als 330 Euro. Denn das Super Heavy Samurai Package, das kostet wirklich fast gar nichts. Denn wie gesagt, das sind Super Rares und Commons und selbst die alten Karten, die jetzt ein bisschen was an Wert haben, sind zwar teuer, aber nicht so teuer. Das Super Heavy Samurai Package in diesem Deck selber, das kostet nur 40 Euro. Das ist nicht mal... Das ist fast ein Zehntel von dem Deck. Das heißt, der ganze andere Driss, der kostet mehr Geld. Über die Karten, die so wirklich viel Geld kosten, sprechen wir gleich mal so ein bisschen im Einzelnen. Aber das wollte ich mal kurz einmal werfen. Und ich finde krass, dass Sprite Blue so extrem gefallen ist vom Preis. Liegt wahrscheinlich an der kommenden Banlist, weil viele erwarten, dass Blue auf 1 geht. Aber die Karte ist vom Preis extrem gedroppt. Gucken wir uns einmal die nächste Deckvariante an. Und das hier würde ich so als das Standarddeck bezeichnen. Das ist wirklich Super Heavy Samurai, wie die meisten Leute es spielen werden. Vielleicht nicht mit allen Tech Choices, aber ungefähr so. Denn wir haben unsere 12 Starterkarten, das sind einmal die und dann eine Menge Handtraps und ein paar Extender und ein paar Sachen, auf die wir enden können. Und das ist das, wie das Deck in der Regel gegen euch spielen wird. Jetzt natürlich auch an euch die Frage, was denkt ihr, was kostet das Standard Super Heavy Samurai Deck? Das Deck kostet 375 Euro. Das ist lustigerweise teurer als die Sprite-Variante, weil wir hier mit Fenrir spielen und mit Regulus. Und das sind beides Karten, die ein paar Euro kosten. Und die Handtraps kosten logischerweise auch ein paar Euros, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und das Extra-Deck hat auch ein paar Karten drin, die auch ein paar Euros kosten. Also der Excess-Kotoker, der Zeus, die kosten halt ein bisschen Geld. Und halt die anderen Karten, wie Baroness und ein paar andere Extra-Monster, auf die kommen wir gleich nochmal ganz kurz,
was genau die kosten und wie viel die kosten. Aber dieses Deck hier, wie ihr seht, das werdet ihr am häufigsten antreffen. Und das Deck ist scary. Es gibt von dem Deck noch eine kleine Erweiterung. Die nächste Deckliste, die ich habe, ist jetzt nicht unbedingt die Competitive Deckliste. Und deshalb ist der Preis auch nicht ganz so krass. Werdet ihr das sehen, wenn ihr dabei sind. Aber das Deck macht ein bisschen was anderes. Und das ist einmal dieses Deck hier. Ich habe diese Deckliste jetzt einfach mal genommen. Nicht um euch ein paar komische Sachen zu zeigen, sondern um euch mal auf eine Karte hinzuweisen. Und das ist einmal die hier. Das ist der Cyberstein. Der Cyberstein. Ja. Der hat die Fähigkeit, vom Extra Deck ein Ding zu specialen, das sich Exterio nennt. Und Exterio ist ein, was Zaubern fallen kann und den kann, was halt richtig krass ist. Und das ist halt nicht once per turn, das heißt, das zu brechen ist halt unmöglich mit Spelltraps. Das wollte ich schon mal ganz einmal highlighten. Dann springen wir jetzt einmal ganz kurz zum Preis von diesem Deck hier. Das Deck kostet 220 Euro, ist also deutlich günstiger, liegt ein bisschen daran, weil wir im Extra Deck ein paar andere Choices getroffen haben. Aber würde ich sagen, wir gucken uns einmal so ein bisschen die Karten an, die so ein paar Euro kosten, damit ihr wisst, was sind so die teureren Karten in dem Deckthema, was sind Karten, die vielleicht vom Preis sich verändern könnten in naher Zukunft, wenn das Deck halt wirklich so richtig den Hype bekommt, also noch mehr als jetzt. Die erste Karte ist einmal super starker Samurai Wunderkind Wakaoshi. Das hier ist eine Super Rare aus dem neuen Hauptset Cyberstorm Axis. Wie ihr seht, die kostet so aktuell ihre 3 Euro, ist also eine Super Rare, die ein bisschen Value hat. Wenn wir uns aber den Preisgrafen angucken, ist die ganz schön krass gedroppt vom Preis. Also nicht mehr so teuer und ich denke mal, die wird sich wahrscheinlich so bei 2 Euro einpendeln. Es sei denn, das Deck performt halt richtig krass, dann steigt es ein bisschen durch die Decke, ist aber wirklich nicht so teuer. Die nächste Karte ist eine alte Karte und das ist einmal der Soulpiercer. Wie gesagt, die Karte, von der ich gesagt habe, um die dreht sich das ganze Deckthema. Guckt euch mal den Preisgrafen an. Das hier ist, by the way, die Kamen aus Secrets of Eternity. Das ist jetzt schon schweinealt, kam 2014 raus. Und die kostet aktuell ihre 3,75 Euro. Wenn wir einmal auf das Megapack 15 schauen, kostet die Karte 4,50 Euro. Das heißt, das Ding hier ist die günstigere Kopie. Und das ist eine Kamen. Die hat zwei Reprints, beides Kamens. Und da soll noch mal einer sagen, Kamens können nicht teuer werden. Auf jeden Fall, das ist eine Karte, die ist halt Mentor, die spielt ihr auch dreimal. Außer in der einen Deckliste gerade, komischerweise nur einmal drin gewesen, macht gar keinen Sinn. Aber die Karte spielt ihr definitiv immer auf 3. Eine andere Karte, die teuer geworden ist, ist einmal der Soul Peacemaker. Wie ihr seht, kostet auch ihre 4 Euro. Und die hat auch zwei Prints, beide sind rare und beide kosten ähnlich viel. Das Glückliche bei dieser Karte ist, die spielt ihr in der Regel einmal, vielleicht zweimal. Aber die ist nur dafür da, um die zu suchen, zu equippen und aus dem Deck zu specialen. Um damit halt die nächste Karte zu specialen, die auf die wir gleich kommen. Und die hat mich vom Preis echt überrascht. Wir haben hier einmal die Waage, also Scales. Und guckt. Seht ihr das gleiche, was ich sehe? Die Karte kostet 14 Euro. Das ist eine Rare. Eine Rare. Für 14 Euro. Die Karte ist krass gut. Erstmal den Sucheffekt von dem Ding, was live macht, dem Soulpiercer. Und ihr könnt damit auf den Rang 4 gehen, was euch Maschinenmonster suchen kann, was ziemlich gut ist. Also dann könnt ihr halt verschiedene Maschinenmonster suchen. Entweder halt ein Super Samurai Ding oder halt andere Sachen. Das ist eine gute Karte, aber das ist nicht 14 Euro gut. Oder 14,50 Euro, wie es in manchen Fällen so schön ist. Das fand ich richtig krass. Das sind so die ganzen Main-Deck-Sachen, ne? Handrips, klar, kosten immer so ein paar Euro, aber die würde ich jetzt nicht sprechen. Ich werde aber jetzt einmal auf ein paar Sachen aus dem Extra-Deck eingehen, weil die fand ich krass. Unsere beliebte Baron de Fleur, die Blumenbaronin. 60 Euro. Und das ist der Reprint aus Maze of Memories. Die war bei 80 Euro, der Originalprint, vor dem Reprint. Dann ist sie runtergegangen auf so knapp 40 und Hype. Ja, also für alle, die sich die Karte nicht gekauft haben, als sie bei 40 Euro war, tut mir leid, die ist jetzt wieder schweineteuer. Ich finde es auch krass, dass sie teuer ist. Aber die ist halt mandatory in dem Deck. Ihr könnt das theoretisch ohne spielen, es ist aber deutlich schlechter. Aber was, worauf ich noch hinaus möchte, ist, um Baroness sinnvoll zu bauen, braucht ihr einen Zwischenstep. Und dieser Zwischenstep geht über das neue Ding aus Maze of Memories. Und das heißt einmal Axel Synchron Stardust Dragon, das auch Spezialbeschwörung, ein Level 2 Tynomancer vom Friedhof zurückholt. Und mit dem könnt ihr dann wieder synchron auf Level 10. Und wenn wir uns den Preisgrafen hier angucken, ja, die kostet wirklich 43,50 Euro. Und die ist nur dafür da, aus 8 Level, das Ding zu machen
aus dem Friedhof Monster zurückzuholen und dann eine Baroness zu machen. Für mehr ist der wirklich nicht da. Und dafür finde ich 43,50 schon krass. Dass Baroness eine Karte ist, die wirklich teuer ist. Okay, die Karte wird in verschiedenen Decks gespielt, die ist wirklich gut. Das ist eine krass gute Karte. Das Ding ist eine Bridge. Und für eine Bridge 44€, 43,50€, würde ich persönlich, glaube ich, nicht bezahlen. Obwohl ich eigentlich Bock auf dieses Deck hatte, aber ich will nicht für eine Bridge 44€ ausgeben. Das sehe ich irgendwie nicht ein. Dann haben wir noch einmal den Kaliber-Lade-Wilddrache, die mittlerweile auch ihre 20€ wieder kostet. Die hat aber auch schon ein paar Reprints, die anderen Reprints kosten so 18€, geht aber alles in so eine ähnliche Richtung rein. Ist aber auf jeden Fall auch eine Karte, die mittlerweile wieder teurer geworden ist. Das ist halt krass, die Karte ist, glaube ich, mal so bei 15€, ja genau, ich sehe es am Preisgrafen, mal so bei 14, 15€ gewesen und jetzt wieder durch den Hype so ein bisschen höher gegangen. Und es gibt auch keine Kopien mehr unter 17€, habe ich gesehen. Also wirklich selbst die gut alle 17€ oder höher. Dann wollte ich kurz noch einmal Sprite Blue zeigen. Einfach nur, damit ihr die mal gesehen habt, weil die kostet wirklich 20€. Guckt euch den Preisgrafen an. Der ist halt so. Da haben die Leute so Angst vor einer Banlist. Das ist halt der Wahnsinn. Dann haben wir noch einmal Exterio, die ihre 4€ kostet für eine Karte, die letztens noch einen Rüten bekommen hat. Ist das schon krass. Nicht die teuerste Karte, aber für eine Karte, die wirklich nur einen Nutzen hat und die wird über Cybersteigen gespecialt, ist das schon krass für den Preis. Der ist auch wieder ein bisschen gestiegen, wie ihr seht, einfach nur wegen dem Hype über Super Heavy Samurai. So 350 bis 400€ ist für ein Top-Meta-Deck annehmbar. Ist vielleicht nicht das günstigste Deck, aber es ist zumindest annehmbar. Ich werde so ein Video übrigens nochmal zu Poli machen, also lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr auch das mitbekommt, denn Poli wird ja das andere Deck sein, was relativ viel gespielt werden wird im nächsten Format. Werden wir eine Bandes kriegen wahrscheinlich. Und wenn ihr sehen wollt, wie das Meta so generell aufgebaut ist, habe ich einmal dafür euch ein Video gemacht. Da könnt ihr auch gerne mal reingucken. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.